Willkommen zurück zu SFS Ideas. Heute weiter mit Skins, aber für Treibstofftanks. Ich habe mir 4 unterschiedliche neue Farben rausgesucht, die es bisher noch nicht in SFS gibt. Und natürlich, man kann einfach ein Farbrad hinzufügen und dann alle möglichen Farben haben. Aber die meisten Farben von denen haben dann keinen Sinn. Daher habe ich mir einfach mal 4 rausgesucht, wo man das quasi mit einer realen Rakete verbinden kann und dementsprechend dann quasi einen Grund gibt, warum das in SFS hinzugefügt werden soll. Also, wie gesagt, 4 Stück. Natürlich gibt es auch wieder weitere Farben von echten Raketen, die wirklich geflogen sind, aber ich habe mir jetzt hier erstmal 4 genommen. Also, fangen wir an mit der ersten Farbe und zwar so ein Türkis, so ein Blau, ja. Ihr kennt es wahrscheinlich nicht, ist relativ unbekannt, aber die Delta II und die Delta III Raketen waren dafür bekannt, aus irgendeinem Grund einen hellblauen, türkisen Treibstofftank zu haben. Dementsprechend wäre es ganz nett, wenn man das mal in SFS hat. Diesen Farbton gibt es noch gar nicht in SFS, daher wäre es eine Möglichkeit, das einfach mal hinzuzufügen. Und naja, man kann Wasser auch ein bisschen damit simulieren. Ich meine, es ist blau. Blau, Wasser, blau, genau. Richtig. Die nächste Farbe ist ein mattes Grün und zwar für die Soyuz-Rakete. Kennt ihr natürlich. Häufig wird das mit Grau dargestellt, manchmal ist sie auch weiß. Die hat immer 1000 verschiedene Farben, keine Ahnung warum. Jedenfalls kommt sie manchmal auch in so einem matten Grün vor. Daher so ein mattes Grün. Man kann natürlich ein stärkeres Grün nehmen, das passt dann aber weniger zur Soyuz. Und natürlich gibt es auch einen weiteren Grund, was auch viele SFS-Spieler machen, ich nicht. Und zwar Panzer bauen, Kriegsgeräte bauen, also Kampfflugzeuge, Kriegsjets, irgendwie Panzer, Schiffe und so weiter und so fort. Alles in dunkelgrün ist natürlich wunderbar. Ja? Und auch hier wieder, diesen Farbton gab es noch gar nicht in SFS, so gar nicht, überhaupt gar nicht. Daher wäre es ganz nützlich, wenn so etwas hinzugefügt wird. Da haben wir hellgrau, da haben bereits grau, ich weiß, aber so ein helleres Grau ist natürlich nützlich, einfach so eine weitere Abstufung zu machen. Das Grau, was wir bisher haben, ist ein bisschen dunkel, ja, und das Weiß ist natürlich zu hell. Dementsprechend einfach nochmal eine Stufe genau dazwischen und dann haben wir ein hellgrau, auch wieder hier Soyuz-Rakete und auch viele andere generell strukturelle Teile bei Raketen fahren halt eben auch hellgrau. Dementsprechend wäre es auch ganz nützlich, hellgrau zu haben. Und zu guter Letzt Metallic Gold. Wir haben natürlich schon das Metallic Silber, ja, um irgendwie rohes Metall darzustellen. Aber jetzt brauchen wir natürlich auch noch Metallic Gold, zum Beispiel für den Lunar Lander, also das Landemodul der Saturn V. Auch wenn es dort von der Farbe her nicht ganz passt, ja, der Lunar Lander hatte so eine raue Oberfläche. Das heißt, da müsste man irgendwie nochmal irgendwelche Wellen da hinzufügen, damit die Farbe passt. Aber auch so, dass man es auf andere Sachen verwenden kann, wäre so ein Metallic Gold ziemlich nützlich, finde ich. Ja, und dann haben wir die hier alle mal aufgelistet. Also ich habe jetzt hier nur die ganz lackierten Treibstofftanks genommen. Es gibt natürlich noch schwarz-weiß kariert, schwarz-weiß gestreift und so weiter. Auch von dem Redstone Atlas Pack, da gibt es ja auch noch weitere Texturen. Aber das sind hier erstmal nur die ganzen farbigen Texturen. Also da hätten wir dann 9 davon, eben die 5 Sachen, die wir bisher hatten, plus dann die 4 weiteren, die hinzugefügt werden. Und natürlich kann man sich jetzt denken, welche weiteren Farben noch hinzukommen können. Aber das überlasse ich dann mal euch. Falls ihr weitere Farben wollt, dann schreibt das einfach mal unten in die Kommentare und schreibt die Rakete dazu, ja, woher ihr die Farbe eben bekommt. Ja, dementsprechend würde ich auch sagen, das war's mit der Folge. Falls ihr weitere Ideen habt, welche in SFS hinzugefügt werden sollen, dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!